Guten Tag zusammen. Nachdem wir ein Schiff haben und schon etwas unsere Beine vertreten konnten im Elite Universe, beschäftigen wir uns mit dem Thema Geld verdienen am Anfang. Dieses Video ist auch als Überleitung zur nächsten Reihe zu verstehen, in der ich ausführlich über Mining sprechen werde. Heute sind wir aber ja immer noch am Anfang und das effizienteste Geld verdienen im ersten oder zweiten Schiff lässt sich eher im Bereich Kuriermissionen, Erkundung und etwas Kämpfen machen. Etwas kämpfen, weil wir natürlich auch hierfür gut ausgerüstete A-Klasse-Schiffe benötigen. Diese sind teuer und am Anfang fehlt uns da das Geld für. Wenn man also unbedingt gleich ins Getümmel möchte, sollte man sich ein gutes und erfahrenes Team aussuchen und sich da dranhängen. Ich erkläre das gleich genauer. Viel Spaß! Zunächst besprechen wir eine meiner Meinung nach sehr effiziente Methode, um Geld zu verdienen. Habt ihr euer Schiff so ausgerüstet wie im letzten Video abgesprochen, könnt ihr das hier gut mitmachen. Wir werden in etwas weiter entfernten Systemen Kuriermissionen durchführen. Um das klar zu machen, der Weg zu den Zielsystemen ist zwar recht weit, aber wenn wir einmal da sind, springen wir nur schnell zwischen zwei Nachbarsystemen hin und her. Das geht schnell und ist effizient. Da es sich bei diesen Beispielen um Raumstationen des Imperiums handelt, werden wir zeitgleich unseren Rang beim Imperium verbessern. Ein paar der Schiffe im Spiel könnt ihr nur kaufen, wenn ihr Imperium- und Föderationsrang verbessert. Die beliebtesten Beispiele dürften die Imperial Cutter und die Federal Corvette sein. Aber auch weitere Schiffe schaltet ihr auf dem Weg frei. Nicht nur Schiffe, sondern auch Zugriffsrechte auf Sternensysteme. Den Rang und diese Zugriffsrechte, die verliert ihr nie wieder. Beachtet, hier geht es nicht um das Powerplay. Das ist eine andere Spielmechanik. Das hier sind rein die Ringe. Wir fliegen in unserem Beispiel nach N'Galin und docken an der hiesigen Station an. Dort suchen wir gezielt Kuriermissionen, die uns nach Mainani bringen werden. Das ist das System gleich nebenan. Wir können bis zu 20 Missionen parallel aufnehmen, also greift ruhig zu. Beachtet, dass ihr am Anfang noch keinen Zugriff auf alle Missionen habt. Je mehr Aufträge ihr erledigt, desto besser wird euer Ansehen bei der hiesigen Fraktion im System werden und desto besser werden auch die Missionen, die ihr bekommt. Habt ihr alles Verfügbare angenommen, fliegt ihr rüber nach Mainani und gebt die Daten dort ab. Nehmt da alle Kuriermissionen wieder zurück nach N'Galin an. Die Missionen heißen nicht immer Kuriermissionen, sondern auch schon mal Sicherheitsdaten transportieren oder sowas ähnliches. Alles mit Daten kann man problemlos mitnehmen. Damit beginnt ein Hin und Her, das euch Geld in die Taschen spülen sollte, sobald euer Ansehen steigt und ihr pro Flug mehr Missionen annehmen könnt. Solltet ihr relativ früh das Sol-System und die Erde besuchen wollen, dann könnt ihr nach Sothis und Zeos fliegen. Da könnt ihr dasselbe machen an den Stationen. Da diese zur Föderation gehören, steigt dann eben der Föderationsrang. Allerdings habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass die Föderationsseite etwas weniger Missionen hat und damit weniger Geld pro Stunde einbringt. Da kommt es darauf an, was euch wichtiger ist. Ihr könnt ja beides mal testen. Achtet darauf, dass es sein kann, dass euch Gegner aus dem Supercruise reißen wollen. Dabei startet ein kleines Minispiel. Mit euren wendigen kleinen Starterschiffen solltet ihr das ganz locker hinbekommen. Es geht nur darum, immer mit dem Ziel im Fluchtvektor zu bleiben. Die Alternative zu dieser Methode liegt in der Erkundung. Dafür lege ich euch unsere Videoreihe Forschung und Erkundung, wie geht das ans Herz und insbesondere die Videos, die Tutorial im Namen haben. Da geht es beispielsweise um den Erkundungsscanner, den Vollspektrumscanner und den Oberflächenscanner. Das ist Mindestwissen, das ihr haben müsst. Schiff ausrüsten und mit so viel Reichweite wie möglich, Sidewinder sollte hier problemlos klappen, wenn man es ein bisschen besser haben will, die Hauler hat eine etwas höhere Reichweite und ist mit 1,5 Millionen gar nicht so teuer. Dann zur Seite in der Videobeschreibung gehen.
An Commander Spanj's Tools führt kein Weg vorbei im Melid-Universum. Ob Neutronenautobahn, Carrier-Routenberechnung oder wie in diesem Fall die sogenannte Road to Riches. In diesem Tool gebt ihr euer Startsystem ein, die Reichweite eures Schiffes und einige andere Daten und es spuckt euch Systeme in einer Route aus, die ihr für maximalen Gewinn erforschen könnt. Damit lassen sich locker 10 Millionen und noch mehr pro Stunde verdienen, selbst wenn ihr es gemütlich angeht. Das ist eine super Sache und Exploration ist sowieso klasse. Ihr seht wunderschöne Welten. Etwas komplizierter wird das Ganze dann beim Kampf. Und ich bin ehrlich, da ist eine persönliche Beratung auf unserem Discord oder hier in den Kommentaren vermutlich besser. Grob zusammengefasst. Ihr rüstet euch zum Beispiel ein Eagle aus, mit guten Waffensystemen, Schilden und A-Klasse-Modulen. Dabei merkt ihr schon, die Sache ist allein von der Ausrüstung her deutlich teurer als die anderen Methoden. Und vergesst nicht, jedes Mal, wenn ihr abgeschossen werdet, bezahlt ihr auch nochmal den Ersatzwert des Schiffes. Damit ist das Risiko, auch im Gegensatz zu den anderen beiden Optionen, sehr hoch. Sinnvoll ist es da, sich einer Staffel anzuschließen oder mit Freunden zusammenzutun. Gemeinsam kann man da mehr erreichen. Man sucht sich eine Raumstation und nimmt dort Kampfmissionen an. Der empfohlene Rang steht immer dabei, auch die Anzahl der Gegner. Mutet euch da anfangs mal nicht zu viel zu. Ihr erhaltet Kopfgeld pro abgeschossenem Feind beim Autoritätskontakt im Zielsystem. Und natürlich das Geld für die erledigte Mission auf der Station, wo ihr die eben angenommen habt. Schießt ihr versehentlich auf die Systemsicherheitskräfte oder euer Ziel, bevor es gescannt ist und ihr seinen Status gesucht sehen könnt, dann kann es schnell passieren, dass ihr alle Polizisten gegen euch habt. Probiert das einfach mal aus und schaut, ob es das Richtige für euch ist. Mehr hierzu wird es in der geplanten Kampfreihe geben. Das würde aber hier den Rahmen sprengen. Gerne gibt es eine Privatberatung auf unserem Discord, wie gesagt. Diese Methoden waren für den Anfang so die wichtigsten. Handel ist ein bisschen weniger effizient, da euer Laderaum und die Reichweite am Anfang natürlich extrem klein ist. Mining, da braucht man auch eher so ein Mittelklasse-Schiff mit, ja, na, auch einem guten Laderaum. Also ist das anfangs eher semi-effizient. Aber mit diesen drei Methoden kann man nicht nur Geld verdienen, sondern man hat auch andere Vorteile, wie zum Beispiel den erhöhten Rang. Und man lernt die Flugsteuerung und das Landen auf Stationen, gegebenenfalls sogar das Kämpfen. Damit überlasse ich euch auch jetzt erstmal dem Universum. Wenn es noch Fragen gibt, lasst einen Kommentar da oder kommt auf unseren Discord. Immer freue ich mich über ein Abo, damit unser kleiner Kanal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das war es fürs Erste aus der Reihe Plötzlich im Cockpit. Euch allen eine schöne Woche und bleibt gesund, euer Science Keeper.